Guten Morgen aus Ungarn. Wir sind bewaffnet mit unserer Aldi-Tüte, denn hier soll jetzt heute ein Markt sein, ein kleiner Dorfmarkt, wo die einheimischen Bauern ihre Sachen verkaufen. Da war ich noch nie. Jetzt ist das Licht wieder so doof, ne? Ich muss rückwärts laufen. Da war ich noch nie. Bernd, glaube ich, auch nicht. Aber das wollten wir uns heute mal angucken und wir nehmen euch mit. Wenn er denn wirklich stattfindet, sind wir uns ja noch nicht mal sicher. Ja. Wir waren gerade schon eine große Runde im Wald und im Feld spazieren. Da haben wir euch mitgenommen. Schön, wie die alle so die Geranien an die Häuser machen. Molly schläft noch bei Bernd im Tragetuch. Die stellen hier auch ganz oft so Fahrräder als Deko. Die sind dann schön angemalt und mit Blumen bestückt. Das sieht richtig schön aus. Das sieht schön aus, wie du kriegst da über diese Schrottautos. Ja. Wenn wir irgendwo bei uns so ein Auto hinstellen, einfach die Motor raus, ja, wo kein Motor mehr drin ist. Als Hochbeet. Und das dann bepflanzen. Ja. Das sieht bestimmt auch voll toll aus. Und Cabrio vielleicht, da können die Kinder dran spielen. Wir entdecken gerade, dass hier die Menschen Plastikmüllsäcke. Was? Die sagen, wo ist der Etti? Ja. Halt Müllsäcke mit Flaschen und Dosen und so hinstellen. So wie gelber Sack ist es quasi, ne? Weil wir haben jetzt immer alles in die schwarze Tonne gemacht, weil uns das so gesagt wurde. Das wird nicht getrennt, ne? Aber es ist halt sehr eng. Wir haben zwei schwarze Tonnen bei uns. Aber die lagen jetzt auch nur bei zwei Haushalten von 8 oder von 10, die 600. Ja, aber ist ja egal, wenn die Möglichkeit besteht, dass donnerstags das abgeholt wird, dann trennen wir das auch, weil jetzt die Pension ist ja recht gefüllt. Wir sind viele Personen. Dann haben wir schon einiges an Müll zu quetschen. Und sowieso, wenn wir wissen, das wird hier getrennt, dann machen wir das auch. Hier sind zwar auch so ein paar Container, wo man Glas, Metall, Plastik reinmachen kann, aber das ist immer überfüllt. Ich habe die noch nie leer gesehen, diese Container. Ist das denn Trödelmarkt oder Wochenmarkt? Muss ich das weggeben? Na, gucke ich gleich, weil da ist, glaube ich, das Bürgermeisterhaus und da sind jetzt nur so ein paar Kisten. Da kann ich auch nicht filmen. Die bei uns gepennt haben. Echt? Ach, ja, guck mal. Wir hatten doch Übernachtbesuch. Hier habe ich euch erzählt, neue Übernachtungsgäste gestern in dem Vlog. Das hat der versucht. Und die verkaufen Sachen. Die hatten so einen großen Bulli. Weil er immer sagte, wollte morgen gucken kommen um 8 Uhr. Ah, mit denen der Bernd gestern Palinka getrunken hat. Die haben so einen großen Bulli und er ist voll mit Sachen, dass sie verkaufen. Und die sind jetzt hier. Okay, wir gehen jetzt schauen. Ich weiß nicht, ob ich filmen kann. Ich gebe mein Bestes. Dann kennen wir ja schon mal welche. Deswegen sind die auch so früh abgehauen. Vielleicht schlafen die ja doch noch mal eine Nacht hier. Aber dass sich das für die lohnt, dass sie den weiten Weg machen und hier verkaufen. Weil hier ja echt nicht viel los ist. Ich zeige euch das jetzt so grob. Warte. Hier ist das nur so ein paar Stände. Hinter uns sind Leute, ja. Ich filme noch hier. Da, da, da. Molly macht Mollgeräusche, ne? Kann ich die Hühner einmal hier bewundern aus der Nähe. Sieht aus wie unser Hühnerstall bei uns am Grundstück und wir wollen unseren abreißen. Ne? Dabei ist uns also süß, die sind. Bock. Hallo, meine Freunde. Enten unterm Auto. Ach da, das Enten? Weiß ich nicht. Ja, ja, da sind ganz viele Hühner und alles. Die chillen da im Schatten. Viele von den neuen Zuschauern wissen gar nicht, dass wir auch Hühner hatten. Und dass so alles begann. Das war die Geschichte, warum wir überhaupt auswandern wollten. Ne, so fing das an. Ja, die Hühner waren schön. Das
ja, die Nachbarn die Hühner nicht so toll fanden. Und wir dann irgendwann gesagt haben, wir wollen auswandern. Und jetzt der Markt, das war irgendwie total anders als gedacht. Das war nur ein Stand. Wegen Hühnerstall musst du 3 Meter weg vom Rand eigentlich. Hätten wir das machen müssen, hätten wir das machen müssen. Aber Panne eigentlich. So fing das an, dass wir gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf Deutschland. Da kann sie ja genauso. Ja. Die haben halt immer was gesucht, wie sie uns das Leben schwer machen konnten. Egal. Dieser Stand, das war zu vergleichen mit einem 1-Euro-Laden, oder? Ja. Was es da so gab. Es gab ein paar sinnvolle Sachen, wie dieses Kordel zum Beispiel. Ne? Ja, wir haben sowas hier. Hochbinden. Warte. Unsere Aldi-Tasche. Eine Kordel für Gemüse hochbinden. Nicht für uns, haben wir für jemanden mitgebracht. Dann haben wir einmal Luftballons geholt, weil die macht der Bernd voll mit Wasser. Für Calvino zum Spielen oder zum Einfrieren kann man das auch. Dann hat man so einen Eisball. Und dann haben wir die mitgenommen. Viele kennen das aus meinen Videos zu Hause in Deutschland, wenn ich koche. Da, also 4 Stück sind das. Das sind so kleine Schüppchen. Da haben wir in unserem Salzgläschen eine drin. Genau, und die sind echt praktisch. Und wir haben ja viele große Gewürze, deswegen haben wir jetzt nochmal 4 Stück mitgenommen. 50 Cent hat ungefähr eine gekostet, 40 Cent so. Die kriegt ihr hier in Ungarn überall auf dem Markt. Ja, also schöner geschnitzt. Schöner geschnitzt, aber wir wollten jetzt halt das da kaufen. Die sind ja auch schön, ich sag schön handgeschnitzt. Ja. Aber die waren ja jetzt auch gut. Für unsere Zwecke reichen die, aber wir wollten die jetzt halt auch unterstützen. Ja. Und nicht mit nichts kaufen. Ja, 2,50 Euro bezahlt für die ganzen Sachen. 2,50 Euro, ja. Genau, und wir hatten was zu tun. Und jetzt gibt es erstmal großes Frühstück. Mit Ei. Veganes. Nee, ist nicht vegan diesmal, weil wir keine vegane Sahne haben. Ist ja wach. Morligong. Hat Hunger jetzt. Über eine Stunde hat sie geschlafen. Ja. Oh, wir sind doof. Oh. Wollte sie nur mal sagen. Da sind meine Freunde. Molly, gehen wir Kühe beobachten? Nein, ich soll ruhig sein. Stinker, stinker, lala. Die Kühe. Oh, ich liebe das so, ne, wenn ich morgens die Kühe sehe. Wie die in Freiheit hier leben dürfen. Ist das nicht herrlich? Also Freiheit, ne? Ist auch eingezäunt und Gefangenschaft. Aber im Gegensatz zu dem, was man sonst so sieht, ist das doch ein herrliches Bild. Oh, toll. Zufriedenheit. Aber ich muss jetzt aufhören, weil Morli hat Hunger. Ich muss jetzt füttern gehen. Das geht vor, Morli. Und dann gucken wir nachher die Kühe zusammen. Los. Das ist Spaß, wenn die Spaß haben, ne? Ja. Ist doch schön, oder? Wenn die beide Spaß haben. Wir haben heute auf diesem Markt, diesen super vollen, tollen Markt, Luftballons geholt. Schön, da gab es 4. Ja. Und dann hat der Bernd jetzt einen mit Wasser voll gemacht. Ein bisschen weiter. Das ist nur für Markt-Luftballons. Platsch. Ne, der geht nicht kaputt. Ja. Die Schwalben, die fliegen jetzt hier, ne? Die ganze Zeit hin und her. Der hat jetzt 2-mal geschmissen schon den. Heftig, wie gut die halten, ne? Ja, ja, du hast ja auch nicht so voll gemacht, ne? Ja, ja. Beide Spaß. Ja, guck, noch fünfmal Spaß noch für die Kinder. Ach, jetzt. 4-mal Spaß noch. Soll ich die Wasserballons eben machen für ihn? Ja. Machen wir irgendwelche Slow-Motion-Videos oder so. Eins, los.
für dich ein bisschen. Willst du den Streifen essen für 100 Euro? Ach, immer mit euren 100 Euro. Komm her. Wo ist der, der Perz? Wo ist der Hund? Der ist hier unten am Verwesen. Itti! Itti! Die Molly hat gesagt, die zieht jetzt unser Bett ich ab. Ich muss hier im Dreck liegen. Im Dreck liegen. Guck dir mal deine Kloake drüben an, im Dreck liegen. Hier ist immer noch viel dreckiger und feucht vor allen Dingen. Feucht? Sabber ein bisschen und Schweiß. Das stimmt, es ist feucht. Die Molly hat da gerade hingesabbert. Ich beziehe jetzt unser Bett neu. Und ihr sagt, ich lebe in der Kloake. Ja. Alles voll, ich habe Calvinos, Bett gestern frisch bezogen. Ja eben, sonst wäre es, ne? Sonst wäre es immer noch reiniger als... Ja, genau. Reiniger. Reiner wäre das. Reiner als... Reiner. Reiner, Calvino schläft immer reiner. Etty, komm mal hier. Etty, komm, glitzer mal unser Bett ein bisschen voll. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Hebräisch? Chinesisch? Alle Sprachen außer Deutsch und Englisch. Nein, ich verstehe nicht. Hier haben wir weiße Bettwäsche und kaum Hundehaare. Oh, ist im Tagenmodus. Was hat er denn? Itty. Er kriegt nur dieses Schatzfressen, dann hat er nicht so schön, sagt er. Wo ist Immer muss sie mit ihm spielen. Patsch, patsch. Wie spät haben wir eigentlich? 5:30. Boah, 10:45. Müssen wir fahren wollen. Wir fahren ja, dann nehme ich einen Termin bei der Bank. Um 13 Uhr, ne? Ja, müssen wir um 13 Uhr fahren oder ja, müssen wir um 13 Uhr? 10:45 fahren wir los. Wenn er keine mitnehmen, wenn er Kiste hin. Ich mache jetzt mal besonders hübsche Bilder. Das riecht aber auch einigermaßen gut, das neue Futter. Ja, Hundefutter riecht nie geil, aber das... Das hat echt gut gerochen für Hundefutter. Er ist endlich wieder satt. Sie ist happy da. Ja, ich decke schon mal den Tisch und so. Weil wenn wir hungrig zum Termin gehen, ist ja... Wir haben noch Zeit, noch 1,5 Stunden. Ich weiß, aber bis wir gegessen haben in Ruhe. Ja, ich brauche Zeit beim Essen. So, das ist noch Frühstück. Ich hatte nämlich heute für Livia wieder gekocht. Und diesmal habe ich die Zucchini auch geschält. Da kriegt sie auch gleich eine Variation. Obwohl sie auch gestern hat sie Lasagne mitgegessen. Das hat ihr voll gut geschmeckt. Ja. Zack. Livia, jetzt gibt's Futter. Für uns alle. Papa macht jetzt den Pool wieder voll. Der Rasenmähermann ist gar nicht gekommen, wie versprochen. Ne? Ja, ist nicht gekommen. Aber so hoch ist das ja auch noch gar nicht. Ne? Da ist viel Klee. Sowas alles. Meine Herdplatte war noch und da hab ich davon noch Gas drin, ne? Ich weiß nicht, ob wir da heute Morgen dran waren oder wie auch immer. Okay, weiß ich auch nicht. Aber ist jetzt aus? Ich hab's jetzt aus. Okay, danke. Unsere mega leckere Lasagne. Warum auch immer sie diesmal so besonders lecker ist. Sofort, ich guck mal hier kurz mein iPhone weiter. Etty hat auch Hunger. Ein Endstück haben, Michaela, oder? Mir ist egal. Das ist das Mittelstück hier. Ich nehme ein bisschen Salat, wenn da nicht viel so Dingens dran ist. Soße? Soße. Ja. Nein, ich mag den. Oder ist es Joghurtsoße? So Sahnesoße. Ja, okay, dann nehme ich die, das Joghurt. Ja, kannst die ganze Schüssel nehmen, die da ist. Wir haben ja schon Salat.
Wir testen jetzt After Eight Kuchen. Das ist dieser hier mit Minze quasi. Du hast unter der Nase noch ein Stück Lasagne. Livia hat auch Lasagne gegessen. Sie sagt, das war sehr lecker, aber wir müssen die komplett neu eingleiten. Ja, das machen wir gleich. Und den gibt es dann auch nochmal mit Kokos hier, den Kuchen. Darf ich mal probieren, deinen Minzkuchen? Ja. Mhm. Hm. Das schmeckt eigentlich nur nach. Also, Minze schmecke ich da nicht. Der schmeckt eher so nach Alkohol. Yes. Mhm. Schörchen. Die sind vom Penny, ne? Also ich lese euch das jetzt, ich übersetze euch das jetzt auf Deutsch, das steht auf Ungarisch. Süße Backware mit einer Füllung. Nein, das steht auf Deutsch. Er sagt, was ist daran lustig? Mama, ich einen Keks, sag mal. Ein Scherzkeks. Aber du mit deinen lustigen Sachen. Nein, da lustig. Ich muss auf Tschechisch vorlegen. Ich kusche so für die Wunde und ist Kokos. Und danach die. Ich probiere jetzt Kokos. Olivia, tut mir leid. Das ist noch nichts für dich. Und wenn ich das nicht mag, isst der Papa das dann auch? Das Kokos? Und der Kalle geben dann. Ich probiere jetzt das After Eight. Das ist bei dir da schon. Kokos schmeckt nach Kokos. Das war zu erwarten. Bernd, probieren? Ich mach kein Kokos. Na, du sagst zu erwarten. Das war zu erwarten, dass es nach Kokos schmeckt. Minze schmeckt nicht nach Minze. Minze schmeckt nicht nach Minze. Minze schmeckt nach Schokolade. Dann war das nicht zu erwarten. Livia, soll ich dich umziehen? Schick machen? Soll ich umziehen? Ist egal, kannst du machen, kann ich machen. Dann mach du. Nee, ich muss schon, du isst noch. Ich muss mich auch umziehen. Warum hat denn die Bank? Deutsche? Weil die das für uns so ausgedruckt haben. Echt? Aber sehr service orientiert. Wir müssen ja gleich zur Bank beide was unterschreiben, weil das ja ein gemeinsames Konto ist und der Bernd füllt das gerade noch aus mit meinen Details. Was ist alles auf Deutsch, alle Fragen. Wahnsinn. Was machst du? Selbstständig. Ja, aber was? Online-Marketing, ne? Ja. Waffen und sowas machen wir nichts, ne? Mit Waffen machen wir nichts, ne? Schilder, ob wir was mit Waffen, militärische Sachen herstellen. Ja, machen wir natürlich. Machen wir. Ich muss noch eben erzählen, was bei der Bank war. Sonst vergesse ich das. Erzählen das noch. 3102 Forint für die Karte im Jahr. Ja. Und 620 Forint Kontoführungsgebühren. Genau. Und? 51 Forint für Geld abheben. Egal wie viel, egal wie oft? Meine ich ja. Muss ich auch einen Übersetzer machen. Wir kriegen jetzt eine Karte nach Deutschland geschickt. Eine Karte bleibt hier, also wird nach Ungarn geschickt, genau. Zu unserer Person des Vertrauens. Da können wir dann halt Geld lassen, wenn hier irgendwelche Rechnungen zu bezahlen sind, wie zum Beispiel hoffentlich bald der Installateur, der bezahlt werden muss. Nee, da ist ja jetzt Angebot, kriegen wir jetzt. Ja, aber also, wir hatten ja schon mal ein Angebot und dann hat das ja, nicht geklappt. Ja, aber das war ja ein faules Ei leider. Genau, deswegen hoffen wir, dass das jetzt klappt. Dafür ist das Konto halt da, damit wir halt immer Geld hier haben für solche Zwecke und aber auch so, dass wir es einfach schon mal haben. Genau, morgen oder Montag müssen wir dann nochmal hin, weil dann ist das aus Budapest wieder da, was sie da hinschicken. Morgen oder Montag. Ja, morgen. Ja, morgen oder Montag, weil die wollten ja gucken wegen Terrorismus und. Genau, für Geldwäsche oder sowas. Was auch immer. Oder ob wir doch einen Vetter haben, der Trump heißt. Das mussten wir auch unterschreiben, ja, das war voll schnell, ne? Ja. Eigentlich 10 Minuten, aber mussten halt unterschreiben. Unterschreiben, dass wir kein Grundeigentum in USA haben. In Mexiko! Genau, dann wegen so einem Datenschutz, das mussten wir da unterschreiben, dass die da unsere Daten halt verwursten dürfen. Und was noch? Achso, und dass sie, weil wir das ja in Deutsch ausgefüllt haben, ob dass sie das in Ungarisch ausfüllen darf, mussten wir das unterschreiben. Hast du gefunden, die Tüten?
Ja, und jetzt haben wir gepackt. Wir gehen jetzt gleich schwimmen. Calvino, Livia und ich. Die Männer des Hauses bleiben zu Hause. Bernd und Smurfy bleiben hier. Oh, Etty, schimpf! So, Etty, geh rum. Etty, der ist da nie draufgegangen, bis ich gerade schwimmen war und du die Decke hier draufgelegt hast. Wo du die Decke da heute Morgen hattest, die weiße. Geh runter. Da war er schon da drauf. Geh runter. Etty, der Etty, genau. Also, wo waren wir stehen geblieben? Mit dem Vlog vorm Schwimmen auf jeden Fall. Da hatten wir was vom Konto erzählt und dann habe ich abgebrochen, weil hier wieder Menschen rumgelaufen sind. Also Konto läuft alles. Ist noch nicht fertig, aber es läuft. Wir waren schwimmen, das war schön. Calvino hat seinen Freund wieder gesehen. Und die Schwalben fliegen hier. Die haben jetzt das Nest verlassen. Und die schwimmen jetzt, die Schwalben schwimmen. Die fliegen jetzt die ganze Zeit rum und sammeln Fressen für die Babys und süß. Ja. Gut, dann würde ich den Vlog jetzt hier beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen in alter Frische. Achso, und Bernd hatte lecker Essen gemacht. Genau, es gab Maiskolben, Kartoffelecken, großen Salat, Tzatziki und Nuggets. Habe ich was vergessen? Nee, ne? Und Mayo. Wir wurden gefragt, was wir mit so viel Mayo machen. Und Haku nehme ich die manchmal. Ich habe gesagt. Ich habe wieder volles wallendes Haar. Ich habe gesagt, halt Kartoffelsalat, Nudelsalat, für Sandwiches nehmen wir das. Ja, und für Kartoffelecken. Aioli machen wir daraus. Mayo geht einiges durch bei uns, ne? Und Ketchup auch. Mhm. Okay, bis morgen. Tschüss.